So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche und die Woche beginnt wie immer mit einer offenen Sendung, mit einer freien Themennacht. Also ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt, egal über was. Ich würde gerne mit euch unter anderem auch über die Vorkommnisse heute in Emstetten mich unterhalten. Ihr habt sicher davon erfahren, was dort Schlimmes passiert ist in der Schule. Ich würde gerne mit Schülern auch sprechen, die sich in ihrer Schule ausgegrenzt, gedemütigt oder vernachlässigt fühlen. Und ich würde gerne auch mit dem einen oder anderen Lehrer sprechen, wie Lehrer die Situation an unseren Schulen sehen und wie sie sich erklären, wie so etwas passieren konnte wie heute in Emstetten. Dazu natürlich auch meine Frage an euch, wie habt ihr diese Vorkommnisse heute in Emstetten empfunden, welche Gefühle sind in euch hochgekommen, als ihr das gesehen habt? Was meint ihr, was die Ursachen sind? Was könnte man dagegen tun? 0800 220 5050, unsere Telefonnummer wie immer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht ist die Monika. Monika ist 29. Guten Morgen. Ja, hallo? Hallo, hallo. Hi Domian, alles klar? Ja, hallo Monika, grüße dich. Hi. Du machst bitte mal den Ton von deinem Fernseher. Ganz ja, ich mach kurz sehr leiser. Moment. Ja. Hörst du dich jetzt besser? Ich muss dich nicht besser hören, sondern ich will nur kein Echo hören. Okay. So, jetzt bist du dran. Ich grüße dich. Abend. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Monika? Ja, und zwar, ich mache immer so Partys mit meinem Partner. Wir laden immer Pärchen zu uns ein. Mhm. Bist du dran? Ja, ich höre dich, natürlich. Ja. Wir haben so Pärchen eins, da fahren wir an mit so, das sind so Orgienpartys. Mhm. Weißt du, was ich meine? So Sexpartys so. Mhm. Hier, und dann laden wir immer unseren Freund ein, so Bekanntenkreis. Ja. Die wir kennen, die bringen vielleicht ein paar Kumpels mit und so. Und dann machen wir immer erstmal so ein schönes Buffet, was zu essen. Ja. Ja, und dann, nach ungefähr einer Stunde, da fangen wir mal Partner an. Was fangt ihr da an? Wir fangen an, dann ist uns anzufassen gegenseitig vor den Leuten und so. Ja. Ja, mach ein bisschen so weiter. Ja. Dann, bis es zum Sex kommt. Dann machen wir es von den anderen Leuten und dann gucken die zu. Manche machen mit, also nicht mit uns, sondern mit ihren Partnern oder halt zwei Frauen miteinander oder so. Mhm. Ja, und dann geht das halt so. Machen wir einmal im Monat. Also, das ist quasi so eine private Sexparty, privater Swingerclub. Ja, genau, privat so, bei uns zu Hause. Genau, so kann man sagen. Wie viele Leute kommen denn dann immer ungefähr? Ja, da sind alles meistens immer so, ja, 10, schon mal 12, wenn welche neue Leute mitkommen. Mhm. Also immer so in dem, also nicht mehr oder so, ne? Und dann wird zuerst lecker was gegessen? Ja, erstmal was gegessen. Wie lange? Die Sympathie so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Und wo findet dann die ganze Orgie statt? Im Wohnzimmer? Im Wohnzimmer. Ja, wir haben so ein großes Wohnzimmer. Ja. Und wie lange dauert das dann in der Regel? Ja, das fängt meistens um 22 Uhr an und dann geht das so bis 2 Uhr. Ja, da geht ja noch. Drei. Ja, geht ja dann noch. Ja, das war so ein bequemer Abend für uns. Wie kamt, also uns, das heißt du und dein Partner? Ja, mein Partner. Mhm. Wie kamt ihr denn auf die Idee, so etwas zu machen? Machen ja auch nicht alle. Ja, genau. Er hat das ja schon mal vorher so gemacht, schon mal. Und dann, war ich auch neugierig da drauf. Und dann haben wir es auch mal ausprobiert. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Jetzt ungefähr ein Jahr. Ach, erst ein Jahr und dann schon solche Schweinereien? Ja, und dann schon richtig. Mann. Ja. Und wie lange veranstaltet ihr jetzt schon diese Partys? Der macht jetzt schon 4 Monate. Das ist doch ungewöhnlich, ne? Man ist mit jemandem ein halbes Jahr zusammen ungefähr und dann gleich schon solche Partys. Ja, aber es war die Neugier so und dann habe ich das irgendwie so mitgerissen und da habe ich gedacht, ruhig auch mal aus. Ja, das heißt, du machst dann auch kräftig mit, da gibt es Partnertausch oder bist du Nein, nur ich und er, also wir machen keinen Partnertausch. Ach so, nur du und er. Ja, ja. Und die anderen machen dann, aber da kann es schon mal ein bisschen kreuz und quer laufen bei den anderen. Ja, genau. Ja. Ja, halt, die Lust haben. Wir machen also manche sind dabei, die machen auch mit ihren Partnern und manche tauschen halt ihre Partner. Verstehe. Wie habt ihr denn da Werbung gemacht, dass ihr an die Leute herangekommen seid? Ja, das ist halt so, er kannte schon ein paar Leute von früher, er hat das ja schon früher schon mal gemacht mit seiner damaligen Beziehung. Ja. Und dann, und durch ein Internet gibt er schon mal Anzeigen auf und so und dann, Das heißt, da treffen sich dann durchaus auch relativ oder ganz fremde Menschen, treffen da aufeinander. Ja, genau. Und das ist dann auch okay. Im Swingerclub ist es ja genauso.
Ja, eben, ist ja, ja genauso und halt... Was macht dir denn persönlich daran so Spaß? Ja, das ist der Reiz. Der Reiz davon. Wir rauchen ein bisschen zu viel, oder? Ja, ich glaube auch. Ich höre es doch schon. Also, ja. Ja, das ist mal was Neues so. Ich meine selber. Aber wie viele Zigaretten rauchst du am Tag? Bitte? Wie viele Zigaretten rauchst du am Tag? Ja, so zwei Schachteln. Ja, stimmt. Ist natürlich viel zu viel, Monika. Ja, ich weiß. Ja. Besser, ne? Dann muss man so husten oder wird irgendwann schwer krank. Naja. Genau. Du sagst, das ist der Reiz. Also das heißt auf jeden Fall, ihr wollt das auch noch weitermachen. Ja, noch ein bisschen schon. Ja. Wenn die dann alle gegangen sind, die ganzen Leute, mit denen, ja, die da Sex hatten, bei euch im Wohnzimmer, seid ihr denn noch in einer besonderen Stimmung oder seid ihr einfach fertig danach dann? Nee, da geht's mal weiter. Wollte ich drauf hinaus. Also dann geht's mit euch beiden nochmal dann zur Sache. Ja. Ja. Dann klappt es. Ich muss mal was ganz Praktisches fragen. Wenn da so viele Leute im Wohnzimmer Sex haben, ja, Gibt es denn da nicht vielleicht irgendwie auch Flecken oder so? Auf dem Sofa oder auf dem Teppichboden? Das machen wir schon ein bisschen steril. Wir haben so Tagesdecken, da kommt dann da drauf und dann ist das die Wasserfrage. So. Das kann ich ja die Waschmaschine stecken und wieder auf. Das heißt, das ist alles vorbereitet und alles bedacht. Ja, schon richtig auf jeden Fall. Kann nichts Schlimmes passieren. Ja. Verstehe. Also ich meine, wenn wem es Spaß macht und wenn ihr da. Wir tun ja keinen Weh damit. Aber überhaupt nicht. Und nee. Wenn ihr alle da zusammen dann gute Stimmung habt, ist das doch in Ordnung. Wer bezahlt denn das Essen und die Getränke? Gibt da jeder ein bisschen Geld dazu? Oder ja, wie? Gibt jeder was dazu dann. Weil sonst wird das ja für dich und euch auch teuer, ja, ne? Ja, sowieso. Ja. Ja, das machen wir, dann gibt immer jeder was dazu und dann kauft man also ein und dann haben wir alle was vorne dann, ne? Während ihr dann zusammen erstmal lecker esst. Genau, erstmal essen und danach kommt das Vergnügen. Ja, wird denn während des Essens auch schon so über Sex gesprochen oder redet man da über trockene Politik? Über die Rentenreform, oder? Ja, mal so, beides. Also alles? Ja, alles. Ich vermute mal allmählich, so je später der Abend wird, desto mehr kommt dann das Thema Sex. Wird es, genau. Ja, ich kenne euch doch. Ja, genau. Ja, Monika, das war interessant, dass du mir das erzählt hast. Ja, oder uns erzählt hast hier. Dann wünsche ich dir und deinem Partner und euch allen viel Spaß und Vergnügen weiterhin. Ja, wir werden haben, danke. Und lasst es euch gut gehen. Ja, Domian, bis dann. Ne? Jo, tschö. Okay, 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Wir haben eine freie Themennacht. Also da kann ein Thema das andere jagen und da sind auch Themen, die vielleicht nicht so sehr zusammenpassen. Aber so ist es halt in den freien Themennächten. Ich habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, ich würde gerne den traurigen Vorfall heute in Emstetten zum Anlass nehmen, mit Lehrern und Schülern auch zu reden heute. Ich würde gerne mit Schülern sprechen, die in ihrer Schule sich auch sehr unwohl fühlen, die sich gedemütigt fühlen, die sich vernachlässigt fühlen, die vielleicht auch ausgegrenzt sind oder sich zumindest ausgegrenzt fühlen. Und ich würde gerne mit Lehrern sprechen, wie Lehrer die derzeitige Situation an unseren Schulen, die offensichtlich problematisch ist, sehen und empfinden. Wie Lehrer sich erklären, dass es zu einem solchen Vorfall wie heute in Emstetten kommen konnte. Gab es keine Warnsignale? Hätte man von Seiten der Lehrer vielleicht doch nicht auf diesen Täter aufmerksam werden können? Was können Lehrer überhaupt tun? Oder sind Lehrern die Hände gebunden und vielleicht sind die Lehrer auch überfordert? 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Michael. Michael ist 25 Jahre. Guten Morgen, Michael. Hallo. Hallo, Michael. Dein Thema? Wegen dem Amoklauf in Emstetten. Ah ja, da reden wir beide schon drüber. Das ist gut. Ja. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich komme ja aus Hagen. Ja. Und ich war früher auf einer Hauptschule, da habe ich da selber auch abbekommen von meinen Mitschülern, dass die sehr oberflächlich waren, mich nicht akzeptiert haben, zum Teil wegen meinem Aussehen, wegen meinem Verhalten, wegen meinem Charakter, weil ich so ein bisschen meiner Zeit voraus war. Ich habe eher mich an die Zukunft orientiert und war nicht immer so der Coolste, wie man so schön sagen kann. Was heißt an der Zukunft orientiert? Ja, ich habe überlegt, Ausbildung, wie kann ich mich so ein bisschen für die Zukunft absichern, finanziell. Und ach so, und das fanden die uncool und spießig oder ja, so? Ja, sicher. Mhm. Und habe dann auch so halt diese Isolation erfahren, habe kaum Freunde gehabt, eigentlich zwei Stück vielleicht höchstens auf der ganzen Schule.
keinem, den ich vertrauen konnte. Und der Amokläufer heute, der Täter, hat in seinen Schreiben, die er hinterlassen hat, war zu lesen, dass er sich auch sehr gedemütigt fühlte. Sicher, das taten die ja auch. Das war bei dir auch so. Sicher, ich habe entweder irgendwelche Tritte abgekriegt, Schläge, Beleidigungen und ich sag mal, ich war in manchen Situationen wirklich so nah, was heißt jetzt Daten dran, dass ich die Schule wechseln wollte, dass ich am Weinen war und... Wie viele Jahre hast du das ausgehalten? So 2-3 Jahre. Ja. Die schlimmste Zeit war so, sag ich mal, die 9. Klasse. Mit der 8. Klasse hat es so angefangen und so zum Ende hin, ich sag mal, da sind die meisten auch vielleicht etwas reifer geworden und haben nicht mehr so ganz ihre doofen Sprüche und ihre Erniedrigungen abgezogen. Wenn man sich so isoliert fühlt in einer Schule, in einer Klasse, jetzt in deinem Fall, was hast du getan? Hast du irgendwie mit einem Lehrer mal gesprochen, mit Eltern, oder hast du dich wirklich auch in dich zurückgezogen? In gewissen Momenten habe ich mich in mich selber zurückgezogen. Das waren da auch diese Momente, wo ich dann weinen musste, weil ich einfach den innerlichen Druck nicht mehr ertragen konnte. Mhm. Und in solchen Momenten haben dann entweder unsere Lehrerin damals das mitgekriegt oder halt meine Eltern zu Hause. Mhm. Hast du denn generell das Gefühl, dass du zu sehr im Stich gelassen wurdest von Lehrern oder auch von den Eltern? Dass die Signale nicht gesehen haben? Ja, ich sag mal, bei denen ist das Problem nicht, dass sie nicht helfen wollten, sondern dass sie halt nicht so das sehen konnten, was die getan haben. Weil die waren natürlich so schlau, solche Dinge abzuziehen, wenn ein Lehrer das nicht sehen konnte. Mhm. Und selbst wenn die was davon mitgekriegt haben, also meine Eltern konnten das ja zum Teil ja gar nicht mitkriegen, weil sie ja nie vor Ort waren, und sich nur auf meine Erzählungen verließen. Und die Lehrer haben das höchstens im kleinen Bruchteil nur mitgekriegt. Sag ich mal, wenn ich mal eine abgekriegt habe, dann kam der Lehrer und sagte, hier, hör auf und das und so weiter. Also du meinst, die haben das gar nicht so richtig in der Härte, wie du es erfahren hast, haben die das gar nicht wahrnehmen können? Nein. Ich nehme es denen auch nicht übel. Ihm bleibt ja auch nichts anderes übrig. Sag mal, wir hatten einen Außenschulhof und einen Innenschulhof und ich habe mich meistens im Innenschulhof aufgehalten. Weil da halt weniger Typen rumliefen, die es, sag ich mal, auf mich abgesehen hatten. Ja. Und ich sag mal, da war es so, dass von der Menge her vielleicht so 20 bis 30 Schüler sich manchmal da tummelten und ein Lehrer alleine. Klar, dann fällt denn das natürlich, dass es in der Tat war. Nun gab es heute diesen schlimmen Amoklauf in Emstetten. 37 Menschen sind verletzt worden, der Täter hat sich selbst getötet. Als du das heute gehört hast und auch dann die Bilder im Fernsehen gesehen hast, was hast du da empfunden? Es war, es war natürlich sehr tragisch. Aber natürlich war ich auch erstaunt darüber, weil es mich wunderte, dass es ist ja schließlich schon ein paar Mal passiert. Mhm. In Amerika passiert das ja leider schon fast schon regelmäßig, dass da irgendeiner in der Schule Amok läuft, ob es nur ein Schüler war. Wir hatten es 2002 in Erfurt auch. Ja. Mhm. Und ich sag mal, ich bin jetzt halt kein Deutscher. Das war zum Beispiel auch ein Grund, weswegen man ja nicht gerade so gerne akzeptiert wurde. Mhm. Und ich sag mal, von den Deutschen habe ich immer eigentlich das Gefühl gehabt, dass die eigentlich sehr vorsichtig vorgehen und sehr gewissenhaft und auch versuchen halt was dagegen zu unternehmen. Aber wenn ich dann sehe, dass dann einer mit Rohrbomben, 4 Gewehren und solchen Sachen mit einem kleinen Arsenal da in eine Schule reinläuft, ich sag mal, dass das keiner gesehen hat, dass da keiner irgendwie, das muss auch irgendwie ein Passant vielleicht gesehen haben oder irgendein Schüler muss das gesehen haben, dass er gelesen, dass man ihn so genau ausgelacht hat, als er auf den Hof heute kam, in seinem Anzug oder in seinem Mantel und seine Maske. Hast du dich so ein bisschen an deine Zeit erinnert gefühlt? Oder war das so schlimm, war es nun doch auch nicht? Ich denke mal, dass ich diesen Grad, wie er empfunden hat, nicht erlebt habe. Aber ich sag mal, es gab wirklich halt auch Momente, wo ich gesagt habe, Gott, warum bestrafst du die nicht, warum können die nicht einfach tot umfallen und solche Sachen, aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied zwischen, man tut es. Du hast gerade gesagt, du hast damals an die Zukunft gedacht und wolltest gerne deine Lehre machen und so etwas. Was ist jetzt aus dir geworden? Du bist 25 Jahre alt, was tust du?
Also ich hatte eine Lehre abgeschlossen zum Kfz-Mechaniker. Mhm. Ich habe dann leider keine Arbeit gefunden, aber ich habe mich immer am Arbeitsamt orientiert. Ich habe mir Kurzarbeiten besorgt, arbeite jetzt bei einer Zeitung erfolgreich. Und also auf jeden Fall hast du eine Lehre gemacht und du hast auch im Moment einen Job, zwar in einem anderen Bereich, aber wenn du hast einen Job und arbeitest. Ja, und verdiene eigentlich auch nicht recht schlecht. Und verdiene es auch gut, also... Alles also Gott sei Dank gut gelaufen bei dir, trotz der Schwierigkeiten, die du damals hattest. Sicher. Und wenn ich dann so manche andere höre, die sind schwanger, haben schon zwei Kinder und haben keine vernünftige Arbeit und so weiter, dann sehe ich mich eigentlich darin bestätigt, dass ich zwar ein Außenseiter war, aber dadurch doch... dass du recht hattest in deiner... ein erfolgreicheres und sicheres Leben habe. Ja, ich gratuliere dir dazu, dass du die Kraft gehabt hast, das durchzustehen. Mhm. Da muss man dann auch, muss man ja auch schon ein bisschen Power haben. Ich habe mir auch immer geweigert, irgendwie Gewalt anzunehmen dagegen. Ich war ja nicht gerade schmächtig oder schwach oder so, wenn ich den eine verpasst hätte. Ja, aber ich hasse einfach Gewalt. Ja, ja. Es ist etwas in meiner Kindheit passiert, wo ich einfach sagen wollte, ich mache das nicht so wie andere. Ja. Michael, jetzt danke ich dir sehr für deine Meinungsäußerung. Wir werden sicher über das Thema heute Nacht noch das ein oder andere Mal sprechen. Vielen Dank und dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mailen wollt, unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Andrea. Und Andrea ist 26. Guten Morgen. Hallo Andrea. Hallo. Ja, guten Morgen. Du hörst mich. Bitte? Du hörst mich. Ja. Das ist schön. Sehen auch. Ja. Ich dich ja leider nicht, aber so ist es nun mal. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, Andrea, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Kinderwunsch, um einen unerfüllten. Mhm. Deinen unerfüllten Kinderwunsch. Genau, also von meinem Partner auch, aber bei mir ist es sehr festgehangen. Also das heißt, du... Bitte? Sitzt der zu. Ja, sitzt zu. Mhm. Ja, wie lange seid ihr schon zusammen, ihr beiden? 10 Jahre. 10 Jahre schon? Mhm. Wow, das ist ja eine richtige Jugendliebe. Ja. Ist es der erste Freund? Nein. Aber fast der erste. Ja, fast. Und wie alt ist er? Ist er so alt wie du? Nein, er ist 2 Jahre älter wie ich. Naja gut, dann macht ja auch nicht so viel aus. Nein, das 10 Jahre zusammen, das ist ja gigantisch. Von 16 bis 26, finde ich wahnsinnig. Ja, und fast 5 Jahre verheiratet. Wow. Das ist ja fast schon goldene Hochzeit eigentlich, so oft, wenn man das mal in Relation sieht. Ja, das ist alles okay, aber... Also bevor wir jetzt nochmal auf das Hauptthema Kinderwunsch kommen, glücklich seid ihr beiden miteinander. Ja, das sind wir. Sex macht auch noch Spaß. Ja, auch. Wirklich? Es war auch eine Zeit da, die war halt auch nicht so toll. Ja. Ich habe das immer im Kopf gehabt. Ja. Schwanger, jetzt muss das klappen und... Ja. So, aber es klappt nicht. Nein. Woran liegt es? Also mein Mann hat sich untersuchen lassen und das sind die Spermien, die Qualität ist nicht so gut. Mhm. Und das ist der Grund wohl. Genau. Mhm. Und wir haben jetzt auch schon eine künstliche Befruchtung gemacht. Ja. Schon die zweite und die ist negativ. Und so langsam fange ich mich an, einen zu igeln. Oder wie man das so sagt. Ich fange auch an zu weinen, wenn ich jetzt jemanden sehe mit einem Baby oder so eine Fernsehsendung. Also das ist richtig heftig, wird das. Also das ist richtig, richtig groß geworden mittlerweile, der Wunsch nach einem Kind. Wie oft kann man so eine künstliche Befruchtung, ich habe keine Ahnung, wie oft kann man das versuchen? Also dreimal. Also dreimal übernimmt die Kasse das halb. Ja. Und dann muss man halt zusehen, wie man das dann selber hinkriegt. So. Also das müsste man dann selbst bezahlen. Was kostet das? Ja, das ist dreistellig. Dreistellig? Mhm. Die Spermiendichte ist nicht so gut, sagst du gerade, so ähnlich. Diese Qualität. Die Qualität ist nicht so gut. Es gibt der Kopf, Mittelstück und Schwanz und das ist halt, also das ist halt nicht so. Besteht denn die Chance, wenn ihr zumindest vielleicht eine kleine Chance, dass es trotzdem klappen könnte, auch auf normalem Wege? Ja, wir haben ja... ganz oft schon versucht. Wir sind jetzt, also 4,5 Jahre versuchen wir das jetzt, haben wir es jetzt so versucht, ohne Verhütungsmittel. Und das hat auch nicht geholfen. Und dann waren wir dann schon am Zweifeln und haben gesagt, ja, und rumherum die Freunde, die haben alle Kinder. Und ich gehe auch schon nirgendwo mehr hin. Und eine Bekannte von mir, die bekommt jetzt auch ihr Baby. Und ich weiß gar nicht, wie mich da verhalten, ob ich überhaupt ins Krankenhaus gehe. Also ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Moment, wo du jetzt irgendwie die Notbremse ziehen musst.
was die eigene Gefühlsentwicklung anbelangt. Denn die Gefahr besteht ja, dass du dich, wie du es selbst gerade gesagt hast, dass du dich völlig isolierst. Mhm. Vielleicht besteht sogar die Gefahr, dass eure Beziehung darunter leidet oder kaputt geht. Obwohl, das steht, also kann ich nicht sagen, also es steht immer zu mir, ist immer bei mir. Ja. Also er sagt auch, machen wir weiter und das wird schon und ja. Der ist ein bisschen realistischer. Ja, ich meine, ihr seid ja noch sehr jung. Das muss man ja schon sagen. Wenn ihr jetzt 10 Jahre weiter wärt, dann wird das sicher noch komplizierter. So kann man ja schon ein bisschen gelassener sein. Nee, aber wenn das jetzt schon 5 Jahre her ist, ist also 5 Jahre der Wunsch schon da. Klar. Ist ein bisschen. Was ist denn, das haben wahrscheinlich schon viele Leute euch vorgeschlagen und ich mache das jetzt auch. Habt ihr über eine Adoption nachgedacht? Ja, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Wird bei uns auch in Frage kommen. Ja. Aber halt zum eigenen Kind ist halt ein größerer Wunsch. Ist klar. Vielleicht verständlich auch. Klar, das ist verständlich. Andererseits denke ich mir, wenn man alles Mögliche, Menschenmögliche unternommen hat, und das, so sieht es ja bei euch aus, ja. Muss man vielleicht irgendwann auch das Schicksal so akzeptieren, wie es ist. Und ein Kind zu adoptieren bringt, so habe ich das im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, den Paaren, also fast dasselbe Glück, wenn das Kind dann erstmal da ist, wie ein eigenes Kind. Also ich habe zwei Pärchen, die haben adoptiert, die lieben diese Kinder heiß und innig und das ist überhaupt kein Thema mehr, dass die adoptiert wurden. Nee, denke ich auch. Und die Kinder, und du tust natürlich ein wunderbar gutes Werk, dass du Kinder, die sonst irgendwo auf der Welt oder in einem Heim aufwachsen würden, ein schönes Zuhause gibst. Ja, das stimmt. Dennoch kann ich das natürlich verstehen, dass man den persönlichen Wunsch hat, aber irgendwann muss man vielleicht wie in allen Dingen des Lebens auch irgendwann die Dinge akzeptieren, wie sie sind, wenn es auch schwer fällt. Vielleicht, also, wenn das so... Bitte? Nee, Entschuldigung. Nee, ich wollte sagen, wenn das aber jetzt solche Ausmaße annimmt, dass du sagst, ich kann schon gar nicht mehr im Fernsehen Kinder sehen und ich kann nicht ins Krankenhaus gehen, wenn eine Freundin ein Kind kriegt, dann müsstest du irgendwie, wenn du das nicht alleine schaffst, vielleicht zumindest durch ein paar Beratungsstunden dir vielleicht professionelle Hilfe an die Seite holen. Ja. Dass da jemand ist, der dich so ein bisschen wieder so in die mittige Bahn bringt. Ja. Weil das da soll ja auch nicht die Auswirkung haben, dass du ständig traurig bist und vielleicht sogar in eine Depression versinkst oder sowas. Das ist schon richtig. Gibt es denn so, ich meine, es kann ja alles Irrationale passieren. Gibt es manchmal so eine Sekunde bei dir ein Gefühl, dass du einen Zorn auf deinen Freund hast, weil er schuld dran ist? Nein. Nicht? Nee. Das ist doch auch schon gut. Und das dürfte auch nie passieren. Nein, ich würde ihn nie, sowas würde ich nie, nee. Nein. Oder eine Sekunde das Gefühl, ich verlasse ihn und suche mir einen anderen Mann, um ein Kind zu kriegen. Nein, ich würde auch nie fremdgehen, sowas würde ich nie tun. Ja, ja. Also, ich würde dir gerne jetzt noch meine Psychologin geben, Andrea. Die dir sicher noch die eine oder andere gute Beratungsstelle gibt. Ich finde, ich weiß noch nicht genau, ob der Punkt jetzt schon gekommen ist, aber dass man irgendwie vielleicht dann es auch schaffen muss, zu akzeptieren, wie es ist. Ja, ich sag mal, ich bin noch jung. Ich habe vielleicht noch ein paar Jahre. Na klar, na, aber wie? Aber hallo, das wollen wir schwer hoffen. Ja. Lieber Andrea, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das heißt, meine Psychologin, die Sabine. Gut. Alles Liebe und dir und deinem Mann. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, morgen haben wir ein festes Thema. Morgen haben wir ein Thema und ich möchte euch das jetzt schon kurz vorstellen. Und wenn ihr gerne morgen teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch ja schon per Mail bei uns anmelden. Das Thema heißt morgen hässlich. Ich möchte gerne mit hässlichen Menschen sprechen. Das heißt, mit Menschen, die von sich glauben, dass sie hässlich sind. Vielleicht würde die Umwelt das gar nicht so sehen. Also die sich zumindest als hässlich empfinden. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen lieben, den viele andere vielleicht als hässlich ansehen würden. Aber ihr sagt halt, nee, für mich ist das ein schöner Mensch. Und wenn der nicht der Norm entspricht und wenn viele sagen, mein Gott, ist er hässlich, für mich ist er schön und ich liebe ihn. Und ich würde vielleicht auch gerne mit dem einen oder anderen sprechen, der plötzlich durch einen Unfall oder durch eine Krankheit entstellt wurde und somit auch nicht mehr unseren Normen von Schönheit Jugend oder was weiß ich entspricht, sondern vielleicht auch unter Umständen von einigen als hässlich bezeichnet wird. Also das ist unser Thema morgen, hässlich. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt morgen, dann meldet mir unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an und um 1 sind wir dann im Fernsehen und im Radio. Hier ist Arnold. Arnold ist 56 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Arnold, guten Morgen. Was ist dein Thema?
Ja, das Thema, was du vorhin schon vorgegeben hast, die Ereignisse heute in Emsdetten. Ja. Die mich also, nachdem ich da die Nachricht empfangen habe, natürlich genauso erschüttert hat, wie die meisten anderen Menschen wohl. Und ich also mit Erstaunen festgestellt habe im Laufe des Tages, dass über diesen Menschen dann sehr viel bekannt geworden ist, wie das zumeist bei solchen Ereignissen sonst nicht der Fall ist. Stimmt eigentlich, ja. Ja. Und dadurch ich also eine Gelegenheit sehe, mal einen Eindruck zu korrigieren, der sonst auch oft entsteht. So nach dem Motto, man kann den Täter nicht verstehen, gibt ihm aber völlig zu Unrecht eine Aufmerksamkeit, die der gar nicht verdient. Also meinst du, er hat zu viel Aufmerksamkeit jetzt bekommen, oder? Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass da durch die Bekanntgabe der Dinge, die in seinem Leben eine Rolle gespielt haben, was der ja in seinem Internet... ja, ich wollte gerade sagen, das Internet ist die Ursache, dass wir so viel wissen, ne? Weil ja, er so viel hinterlassen hat. Und ja. Dadurch kann man auch nichts rechtfertigen natürlich, aber doch vielleicht manches verstehen. Dieser Mensch war einfach eine pure arme Sau. Ja, also profan ausgedrückt, ja. Da hast du völlig recht. Das habe ich mir auch gedacht heute. Und für mich ist es ein Rätsel. Ich weiß nicht, was bist du vom Beruf? Du bist nicht zufällig Lehrer vom Beruf. Nee, aber Psychotherapeut. Psychotherapeut. Wie kann es sein, dass Lehrer und auch Eltern diese Entwicklung, die ja offensichtlich bei ihm über Jahre ging, dass sie das nicht wahrgenommen haben und nicht irgendwas getan haben? Wenn der da, wie heute zu hören war, dass der auf dem Schulhof immer alleine stand, der war immer schwarz angezogen, der hatte ganz oft eine schwarze Sonnenbrille an und war zudem irgendwie ein cleverer Kerl, hatte zum Schluss eine 1 in Mathe. Ja. Also das muss doch irgendwie, wie erklärst du dir das? Ja, also ich wirklich erklären kann ich es auch nicht. Ich kann nur sagen, ich beobachte auch ringsherum, der Mensch sieht nicht mehr auf den Menschen, sondern auf irgendwelche technischen Details des Lebens dieses Menschen, ob das passt in die Gesellschaft, in die Gruppierung, in die persönliche Präferenz anderen Menschen gegenüber, aber in seiner eigentlichen Identität wird er nicht mehr wahrgenommen. Und genau das ist ja auch das, was er in einer messerscharfen Analyse geschrieben hat und gesagt hat, also diese Art des Lebens will ich nicht mehr mitmachen. Wo der Mensch, der dann nur noch über seine Gebrauchsfähigkeit definiert wird. Über seine Klamotten? Ja, und solche banalen Dinge. Aber die menschliche Substanz überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und ich denke, das ist genau das, was der also am Schulhof mit den Mitschülern erlebt hat, aber auch von den Lehrern, wie du zu Recht sagst. Ich weiß nicht, von seinen Eltern weiß man ja nichts. Leider weiß man von den Eltern nichts. Aber man kann ja schon so Dinge vermuten. Also ich denke mal nicht, dass der ein sehr geborgenes Gefühl gehabt hat in seinem Leben und sich also wirklich als erwünscht erlebt hat. Ich habe heute nur gelesen, dass er noch zwei Schwestern hat, dass eine Schwester auf ein Gymnasium geht, die andere ebenfalls auf diese Schule, wo heute das Unglück passiert ist, und dass der Vater einen Zusammenbruch bekommen hat und auf einer Intensivstation liegt. Mehr weiß ich auch nicht, was für Familienverhältnisse dort vorherrschen, keine Ahnung. Aber wie du das jetzt auch interpretierst, so werden es viele wahrnehmen und empfinden. Das ist ja eine Fundamentalkritik an unserem Leben, an unserer Gesellschaft. Ja. Was macht man da? Das ist ja dann ein hochpolitisches Problem, was da auf uns zukommt. Wie verändert man das? Wer kann das verändern? Wo setzt man da an? Naja, wenn ich jetzt sage alle, dann ist natürlich die Quintessenz des Kerners. Ja, natürlich. Ja. Ja, also man kann natürlich letztlich nur in seinem eigenen persönlichen Rahmen versuchen, wirklich den anderen Menschen als den zu sehen und zu erleben, der er für sich selber ist. Ja. Ungeachtet irgendwelcher Kriterienbildungen von außen, wie auch immer, welcher Art auch immer. Und das sollte natürlich dann auch eine Forderung sein, zum Beispiel für Fortbildung, wie du sagtest, von Lehrern oder von anderen Menschen. Ja, dass die frühe Warnsignale wahrnehmen auch. Genau. Ja, genau. Stattfindet. Und dann natürlich auch Mechanismen entwickelt werden, um darauf zu reagieren. Klar, aber dann ist der Schüler auch nicht mehr ein Instrument zum Gelehrtsein ein Pauken, sondern ist er eben halt auch ein Mensch. Und ich kenne es aus relativ nahen Familienverhältnissen, dass also ein Kind auf eine ganz bedrohlich schiefe Bahn hätte rutschen können, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre. Aber durch bestimmte schicksalhafte Ereignisse ist er dann auf eine Schule gekommen, die sich sehr intensiv und individuell um die Leute kümmert. Und dieser Junge ist heute bärenstark. Wenn das damals nicht geschehen wäre, wäre der vielleicht heute genauso gelandet. Ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen und ohne jetzt voreilige Beschuldigungen auszusprechen. Dennoch könnte man ja die Frage provokant schon stellen. Hat die Schule die Augen nicht richtig aufgemacht? Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen.
Also das hat sie ganz bestimmt nicht getan. Mhm. Wenn da jemand über Jahre hinweg in einer Ecke des Schulhofes steht und kein Schwein kümmert sich um den, auch die Lehrer nicht, dann hat die Schule versagt. Das ist eine klare Sache. Mhm. Ja. Hast du denn, du sagst, du bist Psychotherapeut, hast du mit Jugendlichen auch ab und an beruflich Kontakt, die in solche Situationen hineingeraten sind? Wenig, weil also wenn es Jugendliche sind, da spielen ja weniger psychotherapeutische Dinge als pädagogische eine Rolle. Mhm. Die Dinge sind zwar sozusagen in einem Haus, aber doch auf verschiedenen Etagen. Mhm. Also ich habe schon mehr mit Erwachsenen zu tun und dann mit Menschen, die vielleicht ähnliche Dinge wie der erlebt haben, die aber dann nicht sozusagen diese Aggressivität nach außen gerichtet haben wie der, sondern im resignativen Sinne nach innen gerichtet haben. Aber bei ansonsten, glaube ich, ziemlich vielen ähnlichen Hintergründen. Ja. Ich habe die Sorge, jetzt, heute, morgen, vielleicht die nächsten Tage sind alle empört. Ja. Die Fernsehsendungen sind voll, die Zeitungen sind voll davon. So wie vorige Woche die Zeitschriften voll waren mit dem Mord in Siegburg und davor von dem Wahnsinnigen, der da aufs Dach geklettert ist. Ja. Ich habe Sorge, dass in einer Woche, in zwei Wochen ist die Sache wieder vergessen und es läuft alles so weiter. Ja, das wird's wohl tun. So wird es wohl tun. Ja. Es ist also, es ist letztendlich ein politisches Konzept gefragt. Ja, aber da ist natürlich die Frage, was will die Politik machen? Also ein Gedanke, der zumindest in die Richtung geht, der beschäftigt mich nicht erst seit heute, sondern schon seit langer Zeit, wenn ich so die ganzen Dinge erlebe, die ich hier mit meinen Patienten erlebe oder die ich höre. Also diese Emanzipationsdiskussion, insbesondere in Richtung von Berufstätigkeit der Frau, genauer gesagt der Mutter, halte ich für sehr bedenklich. Wenn eine Mutter ihr Kind irgendwelchen anderen Menschen oder Institutionen übergeben muss, um überhaupt berufstätig sein zu können, dann denke ich, ist das irgendwie schief. Hast du natürlich jetzt alle Frauen gegen dich, die sagen, wir wollen auch unser Leben führen und uns auch beruflich auch unseren Weg gehen. Klar, also mein Votum in dieser Hinsicht wird sicherlich nicht gerne gehört. Mhm. Aber die Meinung kann man ja haben, die kann man ja auch äußern. Ich will dir sagen, ich hatte vorige Woche hier einen tollen Anrufer. Das war ein 16-jähriger Junge, der war ein Straßenkind, ein Street Kid, hat er mir gesagt. Der erzählte mir, dass er seit 4 Jahren auf der Straße lebt. Mhm. Und das war ein ganz pfiffiger Kerl und ich mochte den richtig gerne, schon von den paar Minuten des Zuhörens. Und ich bin so empört darüber, dass so etwas in unserem Land passiert. Warum gibt es nicht genügend Sozialarbeiter? Warum gibt es nicht Wohngruppen? Warum gibt es nicht ein Heer von Menschen, die sich um solche Kinder kümmern? Da wundern wir uns, wenn hinterher die Knäste, Siegburg, voll sind und dass da wiederum dann solche Dinge passieren. Und wir versuchen ja auch im Rahmen dieser Sendung eine kleine Hilfestellung zu leisten. Ja. Natürlich waren wir da auch gebunden, dass wir diesem Jungen wirklich nicht helfen konnten. Und das ist doch schlimm, das ist doch ein Skandal. Ja, das ist schlimm, aber ich meine, da ist natürlich die politische Antwort sehr leicht gegeben. Die Leute, die das betrifft, die heute Kinder sind, sind die Menschen, die in den 10 Jahren nicht die Parteien wählen, die heute die Gelder verteilen. Ja. Also, wir werden das Problem jetzt hier nicht lösen, aber man muss reden und reden und reden und je mehr reden, desto mehr kommt vielleicht in Bewegung. Ja, ich hoffe. Ja. Deswegen finde ich auch so Sendungen wie deine gut. Ja. Ich danke dir für den Anruf, Arnold, und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Dir auf Wiederhören. Jo. Tschüss. Yvonne ist hier. Yvonne ist 29. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Yvonne. Was ist dein Thema? Ja, ich bin seit knapp 3 Jahren mit meinem Freund zusammen und wir haben in den letzten 1,5 Jahren etwa 2-mal Sex gehabt. Na, das ist aber nun entschieden zu wenig. Ja. In 1,5 Jahren 2-mal Sex. Ja. Waren diese beiden Male dann auch der Gipfel der Lust oder eher die 0815-Nummer? Nein, also das war schon, also wie gesagt, die Anfangszeit, die war sehr intensiv, war sehr schön. Mhm. Und ja, das... Ja, und diese beiden Male? Die beiden Male waren auch schön. Die waren auch schön. Sind die von dir ausgegangen oder von ihm? Beider Seite, ja. Aber mittlerweile traue ich mich schon gar nicht mehr, weil ich nur noch abgewiesen werde. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das heißt, du möchtest, aber er will nicht mehr. Nein. Warum? Weiß ich nicht. Also, frag ihn. Die Anfangszeit war es halt, er war selbstständig, viel Stress gehabt, schlecht gewesen, dann arbeitslos geworden, Hartz IV. Und ich, das ist für mich nur eine Ausrede gewesen. Es wäre angeblich... Ja, mit der Situation war ich klargekommen. Für eine Weile kann das ja stimmen. Ja, natürlich, klar, dachte ich auch, aber... Wohnt ihr zusammen auch? Wir wohnen jetzt auch zusammen seit einem halben Jahr.
So, und wenn du es jetzt ansprichst, wie läuft so ein Gespräch ab? Wir sprechen halt sehr selten darüber. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass es ihm irgendwie unangenehm ist. Das wird ihm unangenehm sein, ja. Sicher. Mit sicher. Halt, und ja. Und wenn du es dann ansprichst. Das war was irgendwie hat es ins Lächerliche gezogen. Weil ich ihn gefragt habe, wie sieht es aus? Soll ich mir irgendjemanden suchen, mit dem ich Sex habe oder so? Dann sagt er gar nichts. Ah. Ist er treu? Er ist treu, hundertprozentig. Hundertprozentig, ja. Also da witterst du keine andere Frau? Nein. Onaniert er? Nicht, dass ich wüsste. Wird er bestimmt, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Wie ist er denn so? Ich stelle mir nicht vor, dass er das macht. Mhm. Machst du es? Ja. Ja, klar. Ist doch richtig so. Wie ist er denn? Ist er jetzt beruflich? Hat sich das wieder alles ein bisschen... Ja, er ist seit einem Jahr da, arbeitet und macht ihm Spaß. Ach so. Ja, ich weiß es halt nur von seinem Schwager. Der hat mich ziemlich zeitig drauf angesprochen, wie denn so unser Sexleben wäre. Warum hat der Schwager hat dich drauf angesprochen? Ja. Warum? Ich sage, wieso? Super, also ich kann mich nicht beklagen, ne? Hm. Und ja, weil das wohl bei seinen letzten Freundinnen wohl auch so war. Anfang und dann mal nicht mehr. Ach so. Aber du hast dem Schwager dann die Unwahrheit gesagt, ne? Nee, das war ja am Anfang. Ach, am Anfang, ach so. Er weiß ja, es gibt 3 Menschen, die das wissen. Ach so. Wie ist denn der übliche Umgang zwischen euch beiden? Ist der denn innig, zärtlich, etwas erotisch noch? Ja, erotisch ist nichts mehr. Nein. Nichts mehr? Nein. Aber ihr schlaft in einem Bett? Ja. Unter einer Decke? Nein, unter 2 Decken. Unter 2 Decken. Gibt es denn schon mal so ein bisschen rüberrutschen, kuscheln? Ja, ich rutsche zu ihm rüber, dann nimmt er mich in den Arm. Das schon, aber Gott, das... Das war's. Das war's dann. Ja, und weil ich habe mich... Also ich kenne ihn jetzt seit 10 Jahren. Mhm. Wir waren schon mal vor 10 Jahren zusammen für eine kurze Zeit und ja, sind dann zwischendurch mal gesehen. Ich war 6 Jahre lang in einer Beziehung. Mhm. Die Jahre habe ich verschenkt, weil ich mich habe eigentlich nur verarschen lassen. Und er war so der Mensch, der mich auch aufgefangen hat und auch halt sehr liebevoll und zärtlich und du hast ja offensichtlich, und das ist ja auch okay und normal und gesund, du hast das Bedürfnis nach Sexualität. Auf jeden Fall. Weiß er das oder hast du ihm das wirklich so klar schon gesagt? Ja, ich habe ihm ja die Bedingungen gestellt. Ich habe gesagt, wegen Zusammenziehen. Ich sage, Alkohol ist so, ich möchte keine, nicht jetzt in Ewigkeit abstinent leben. Ne? Ich möchte gerne Sex haben. Ja, das wollte er auch. Mhm. Ich sage, bist du dir im Klaren, ich kündige nicht einmal eine Wohnung, bevor das nicht geklärt ist. Mhm. Ja, das sagt er, nee, das ist klar. So. Ja. Ich sage euch nur was, wenn du dir jetzt einen Lover holen würdest, oder wenn du fremdgehen würdest. Das kann ich nicht. Egal, lass uns das mal durchspielen. Nehmen wir mal an, du würdest das tun, mal so eine Nachtgeschichte. Mhm. Und du würdest ihm das erzählen, wie würde der reagieren? Kann ich unheimlich schlecht einschätzen, weil ich weiß es nur von seinem Schwager, ich persönlich merke das nicht. Er sagt mir, dass er eifersüchtig ist, sehr eifersüchtig. Mhm. Aber er lässt sich nicht, ich habe noch nie gemerkt, dass er eifersüchtig ist. Wenn ich jetzt mit jemandem flirte oder so, Spaß habe. Ne, wenn wir irgendwo weggehen oder so. Nun musst du dir natürlich überlegen, wie lange du so leben möchtest. Möchtest du so alt werden? Nein, natürlich nicht. Definitiv nicht. Nein. Das heißt, da muss jetzt irgendwie Bewegung in die ganze Geschichte reinkommen. Ja. Die Frage ist jetzt, wie kommt Bewegung rein? Ja. Ich wage schon gar nicht, die Frage zu stellen, weil ich fast die Antwort schon kenne. Ginge der mit dir zu einer Paarberatung? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn ja mal gefragt. Du hast ihn mal gefragt? Ich habe ihn mal gefragt. Wie? Und? Ja, keine Antwort. Keine Antwort? Nee, ich weiß es nicht. Aber immerhin hat er... Ist keine Antwort ist ja schon mal nicht ein entschiedenes Nein. Ja. Das war schon mal ganz gut. Ja. Weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Also, wenn ihr beiden quasi euch nicht sprachlich annähern könnt, und das scheint ja der Fall zu sein... Ja. Weil er nichts sagt. Ja. Er sagt nichts. Und du kannst ihn auch nicht, du kannst auch nichts rauskitzeln aus ihm. Nein. So, dann wäre natürlich das Allerbeste, wenn du das in unter Leitung eines Fachmanns machen würdet. Mhm. So, wenn er das aber auch nicht macht, was dann? Was dann? Ich weiß nicht. Dann besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass du alleine mal zu seiner Beratung gehst. Mhm.
Und das sollte er auch wissen, damit er einfach merkt, hier ist es ernst. Ja. Und da ist irgendwas in Bewegung und das läuft nicht so weiter wie bisher. Ja. Und dann solltest du vielleicht schon doch auch mal die Möglichkeit andeuten, dass du so auf Dauer nicht leben kannst. Und dass du deine Sexualität brauchst. Und wer weiß, was passiert, vielleicht wenn der Frust irgendwann so groß ist, dann holst du sie dir doch irgendwo anders her. Dass der einfach, weißt du, ich will einfach darauf hinaus, dass der kapiert, auf welch dünnem Eis ihr euch vielleicht jetzt schon befindet. Mhm. Und das Eis wird immer dünner, je weniger in dieser Situation unternommen wird. Ja. Das ist natürlich auf Dauer nicht auszuhalten, weil es so demütigend auch ist. Ja, natürlich. Du sitzt da und bettelst um Sex und er erklärt ja nicht mal, warum. Frag ihn doch mal einfach, ob er onaniert. Ja, ich glaube, du bist auch ein bisschen zu zurückhaltend. Bin ich, weiß ich selber. So, der Kerl sexuelle Bedürfnisse? Guckt er sich irgendwelche Pornoseiten im Internet an? Onaniert er? An was denkt er denn, wenn er onaniert? Das sind natürlich heikle Fragen innerhalb eines Pärchens, das zu besprechen. Aber du hast das Recht mittlerweile dazu, das zu tun. Ja. Damit du einfach weißt, woran liegt es? Liegt es daran, dass du nicht attraktiv genug für ihn bist? Eine Frage? Ja, also glaube ich nicht, weiß ich nicht. Ja, aber die Frage stellt man sich ja als Betroffene. Ja? Stelle ich die. Genau. Das ist, am Anfang war ja... Wenn, was macht... Kompliment hin, Kompliment vorne. Ja. Und wenn, was macht ihn denn heiß? Bekanntenkreis, die sind alle, Mensch, du hast so eine tolle Freundin, die... Mhm. Ja. Dass man einfach mal auf die Schliche käme, was macht ihn an? Mhm. Vielleicht gibt es ja sogar irgendeine Spielart der Sexualität, die ihn vielleicht interessieren würde. Er sich aber wiederum schämt, dir das zu sagen. Ja. Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, dass ihr zusammen was Neues und so weiter. Aber dafür muss einfach das Eis gebrochen werden zum Sprechen. Ja, natürlich. Also mach nochmal einen wirklich massiven Versuch zu reden, Yvonne. So, darüber hinaus geben wir dir jetzt gleich mal noch eine Adresse an die Hand für eine Paarberatung. Ja. Dass du ihm das auch noch vorschlägst. Ja. Dass einfach jetzt einfach da in die ganze Sache mehr Power reinkommt. Ja. Ja? Liebe Yvonne, du legst bitte auf und die Sabine ruft dich zurück. Ich wünsche alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit dem Pascal. Pascal ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Pascal, was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich das Thema, was du angegeben hast, beziehungsweise vorgegeben hast, der Vorfall heute. In Amsterdam. Ganz genau. Mhm. Und mir geht es darum, dass ich der Meinung bin, dass das Ganze auch gewisse Erscheinungsformen hat, Vorboten. Mhm. Die nicht erkannt werden, die auch absichtlich teilweise ignoriert werden. Ich bin selber Schüler an einer Abendschule. Ja. Sag mal so ein paar Vorboten, die ignoriert werden. Du hast bestimmt recht, aber sag mal die konkreten Anzeichen. Auffälliges Verhalten, wenn jemand gewisses Geltungsbedürfnis hat, wenn jemand sich unnormal verhält, also der Allgemeinheit gegenüber, für die Allgemeinheit unnormal, wenn jemand in seinem Verhalten merkwürdige Dinge tut zum Beispiel, sich zurückzieht, teilweise auch durch leicht schizophrene Arten irgendwie auf sich aufmerksam macht. Mhm. Ist irgendwas nicht normal, wahrscheinlich auch ungewollt. Weißt du, das Schwierige ist aber, auffälliges Verhalten gab es immer schon irgendwann. Aber warum eskaliert das jetzt in der Jetztzeit in solchen Unglücken? Warum? Ich glaube, das ist, also um das mal ganz kurz vorweg zu sagen, ich bin Schüler an einem Abendgymnasium, mhm, einer Abendschule und habe in zweieinhalb Jahren Schullaufbahn 3 bis 4 Selbstmorde mitgekriegt. Mhm. In meinem Umkreis sozusagen, mit meinen Mitschülern. Ja. Das waren, gut, im Abendgymnasium läuft alles etwas anonymer ab, auf einer normalen Schule, auf einem normalen Gymnasium, so. Mhm. Und der Punkt ist, dass diese Leute, die sich im Nachhinein umgebracht haben, auch auffällig waren. Mhm. Also, wenn man ein bisschen aufmerksam war und eine gewisse emotionale Intelligenz besitzt, dann merkt man, dass mit diesen Menschen etwas nicht stimmt. Aber dann sagst du im Prinzip dasselbe, wie das vorhin der Arnold gesagt hat, dass von Seiten des Lehrpersonals, wenn sie denn vielleicht auch genügend ausgestattet und ausgebildet sind, das hätte wahrzunehmen sein müssen. Auf jeden Fall, genau das will ich damit sagen, genau darum geht es mir. Und ich bin erschüttert darüber, dass in diesem Land wirklich genug Geld für Dinge ausgegeben wird, die in keiner Relation zu diesen Folgen stehen, die erscheinen, wenn jemand wirklich Amok läuft. Warum gibt es nicht genug Menschen, die sich um solche Leute kümmern? Warum wird nicht ein Kontingent von ausgebildeten, kompetenten Fachkräften zur Verfügung gestellt, die sich genau solchen Leuten annehmen? Mhm. Sehe ich genau wie du.
Sehe ich genau wie du. Ja. Das Problem ist, dass letztendlich im Nachhinein kann man immer sagen, man hätte es erkennen müssen. Man kann immer sagen, ja, es tut uns leid, das wollte niemand. Natürlich wollte das niemand. Aber interessant wäre zum Beispiel mal zu erforschen, das werden vielleicht auch mal die Kollegen, die Journalistenkollegen tun, ob man Konsequenzen aus den schlimmen Vorfällen oder aus dem schlimmen Vorfall in Erfurt im Jahre 2002 gezogen hat. Sind irgendwelche Dinge dadurch verändert worden? Wahrscheinlich nicht. Ich vermute nein. Ich glaube eben auch nicht. Und worum es mir geht, ich glaube, die falsche Reaktion auf diese Vorfälle, gerade auch jetzt jüngst hier in Emstetten, wäre es, eine Diskussion zu entfachen, kann man Schulen sicherer machen? Kann man Schulen zu sogenannten Hochsicherheitstrakten hochzüchten? Ich glaube, diese Diskussion geht in die falsche Richtung. Eine Schule ist immer noch ein öffentlicher Raum. Und wenn man anfängt, Schulen wirklich abzusichern mit hohen Zäunen, Kameraanlagen und. Nee, darum geht's, soll es auch nicht gehen. Dann verliert dieser öffentliche Raum eine gewisse, sein gewisses Bindungsglied zwischen Pädagogen und Bevölkerung, zwischen Pädagogen und Jugendlichen. Der heutige Täter hat ja einen in seinem Abschiedsbrief, das war ein großer Rundumschlag, eine Gesellschaftskritik an zu viel Orientierung auf materielle Dinge, Markenklamotten und was er alles geschrieben hat. Ja, natürlich. Diese mediale Unterstützung, beziehungsweise dieser Druck, der ausgeübt wird, gerade auch auf jüngere Menschen, die sich selbst vielleicht noch nicht gefunden haben oder die sogar unsicher sind. Wie will man aber diesen medialen Druck verändern in einer Medienwelt, in der wir nun hochgezüchtet alle leben? Wie will man das verändern? Ich glaube, der einzige Weg ist es wirklich, diesem Werteverfall, der damit einhergeht, vorzubeugen. Ich glaube, diese Jugendlichen, die wirklich Probleme haben... Ich unterbreche dich immer sofort, sonst habe ich es vergessen. Du sagst Werteverfall, finde ich ein gutes Stichwort. Wie aber und wer setzt wieder Werte gegen all das, was im Moment passiert? Und wer setzt die Werte gegen den Verfall? Wer schafft das? Die Kirchen schaffen es nicht mehr. Eben, genau, die Kirchen schaffen es nicht mehr und haben auch ihre eigentliche Vorreiterrolle in dieser Position verloren. Die Schulen sind im Grunde genommen keine Erziehungsanstalt, meiner Meinung nach, nicht wirklich. Es geht um einen Bildungsauftrag. Wir wollen diese Jugendlichen sicher und effektiv durch ihr Schulleben befördern, um sie dann als gesunde und gebildete Arbeitnehmer sozusagen zu installieren. Wärst du zum Beispiel für die Einführung der Schulkleidung? Ja, wäre ich, auf jeden Fall. Ich mittlerweile auch. Früher habe ich immer gesagt, nein, das will ich nicht, aber ich finde es mittlerweile auch gut. Weil da sehen alle gleich aus. Punkt. Eben, ganz genau. Und wir leben nun mal in einer kapitalistischen Wirtschaftsform und das bringt gewisse Unterschiede mit sich, Klassenunterschiede. Und dadurch entsteht eben auch meiner Meinung nach dieser Werteverfall. Du sagen ja auch viele Leute, dass die Bereitschaft in gewissen Szenen, die Gewaltbereitschaft, dadurch gefördert wird, dass die Menschen zugeballert werden mit Serien, wo es nur um Gewalt geht und vor allen Dingen zugeballert werden mit Videospielen. Wie siehst du das? Gehe ich absolut mit d'accord, kann ich wirklich nur unterschreiben. Das sehe ich auch so. Und meiner Meinung nach müsste eigentlich in Schulen diese Auffälligkeiten, diese Jugendlichen, die sich wirklich aggressiv zeigen, die auch eine gewisse Hemmschwelle verloren haben, wie er zum Beispiel in diesem Fall. Das ist ein Hunger nach religiösen Werten, glaube ich, oder nach ethischen Werten. Nach ethischen Werten, sagen wir es so. Genau, nach ethischen Werten. Und der wird nicht gestillt. Und hinzu kommt eine Masse an Jugendlichen, die ihn gar nicht verstehen, die nicht in der Lage sind, auf ihn einzugehen, weil sie selbst getrieben sind von diesen Selbstverwirklichungszwängen, die uns diese Gesellschaft aufoktroyiert. Und die immer verrückter werden. Die immer verrückter werden, die absolut verrückt werden und keiner kann sich dem sozusagen wirklich entziehen. Selbst ich, der eigentlich versucht, relativ bewusst zu leben, der versucht herauszufinden, wo werde ich jetzt von den Medien verarscht, von dieser Gesellschaft, was wird mir vorgemacht, was ist hier eigentlich richtig und was läuft falsch. Mir fällt es auch schwer, teilweise dieser ganzen Medienapparatur nicht auf den Leim zu gehen. Also man könnte als politische Forderung vielleicht formulieren, dass einfach mehr Geld umgeschichtet wird in die Schaffung von Stellen im sozialen Bereich, in die weitere Ausbildung und bessere, perfektere Ausbildung von Pädagogen und Lehrpersonal. Das wäre schon mal eine große Sache, wäre das. Und vor allen Dingen, die sind überlastet. Diese Leute haben teilweise selber gar keine Lust mehr, Montagmorgens um 10 vor 8 da wirklich auf der Matte zu stehen und 24 Jugendlichen gegenüberzustehen, die wirklich auf Boykott aus sind, die auf Kollisionskurs sind. Das haben die nicht. Die haben keine Lust mehr. Wir brauchen junge, motivierte Lehrkräfte. So, und das bedeutet auch, dass in den Schulen, so etwas wie Ethik, ein Fach Ethik, einen viel höheren Stellenwert haben sollte. Aber natürlich. Ne? Aber dass Werte vermittelt werden, dass vielleicht auch Rituale gepflegt werden.
Auf jeden Fall. Ja, das kann ich absolut zustimmen. Mhm. Wenn es ein Fach gibt, das Politik heißt, oder ein Fach gibt, das Mathe heißt, wo viele Schüler im Übrigen sagen, das wird mich irgendwann gar nicht mehr interessieren. Warum lerne ich diese Formeln? Das Thema Ethik wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Weißt du, ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich in der Grundschule war. Da gab es in dem Zeugnis eine Note für Benehmen. Ja. Das hat man dann im Zuge der 70er Jahre Liberalisierung natürlich über Bord geschmissen. Was würdest du davon halten, dieses wieder einzuführen? Ich halte da viel von. Ja? Ich glaube, es ist ein wichtiges Instrument, um Menschen auf ihrem Weg in ihr späteres Leben wirklich zu profilieren, zu feilen, hin zu einer gewissen humanistischeren Gesellschaft. Mhm. Das ist meine Auffassung. So, jetzt bin ich aber ganz, ganz interessiert daran, wo du so eloquent dich äußerst über die Sachen. Was hast du vor, beruflich mal zu machen, wenn du dein Abi hast? Wenn ich mein Abi habe, möchte ich eigentlich Jura studieren und Politikwissenschaften. Ja. Und mit dem Ziel, Politiker zu werden oder im Hintergrund irgendwo in der Wissenschaft zu arbeiten? Also um das Ganze mal wirklich auszusprechen, ich würde gerne in den diplomatischen Dienst gehen. Ah, ja. Das interessiert mich. Ich weiß nur nicht, ob ich das mit meiner Vita, ich bin mittlerweile 25, wenn ich mein Abitur habe, bin ich 26, ob ich das noch erreiche, aber das ist sozusagen mein Ziel. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich höchsten Respekt habe vor Leuten, die im zweiten Bildungsweg ihr Abitur machen, übers Abendgymnasium ihr Abitur machen, weil ich weiß, wie sauschwer das ist. Und ich vor den Leuten zehnmal mehr den Hut ziehe, als vor denen, die so bräsig von früh an im Gymnasium sitzen und irgendwie da durchgeschleust werden. Finde ich eine gute Sache. Da bedanke ich mich für. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon die andere Kehrseite sozusagen kennengelernt. Ich habe auch Zeiten gehabt, in denen ich mich einfach gehen lassen habe, in denen ich keine Lust hatte auf diesen Selbstverwirklichungsdruck. Ich hätte mein Abitur schon längst haben können. Mir ging es darum, ich wollte ins Ausland, ich wollte Erfahrungen machen, eine gewisse soziale Kompetenz sozusagen bekommen, um mir dann selber auch sicher zu sein, wozu mache ich das Ganze hier eigentlich. Du hast vorher auch eine Ausbildung gemacht? Nein, ich habe vorher gar nichts gemacht. Ich habe mein Abi geschmissen und habe mir gedacht, ich arbeite jetzt einfach, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Ja. Hab diverse Dinge ausprobiert, in völlig unterschiedliche Bereiche reingeschnuppert. Ja, aber das ist doch gut. Da sammelt man Erfahrungen, die man mit Sicherheit irgendwie später wieder verwerten kann. Eben. Und der Aufhänger, wie gesagt, den du hier angesprochen hast, war für mich, dass ich gedacht, ich habe kurz nachgedacht und dachte mir, Mensch, du hast in 2,5 Jahren wirklich viele Leute mitgekriegt, die sich ums Leben gebracht haben, auf dieser Schule. Wahnsinn, und, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, letztendlich sitzt man dann in der Klasse einfach nur beisammen. Der Lehrer erzählt, ich habe heute Morgen irgendwie Todesanzeige in der Zeitung gelesen. Der Junge ist tot und kommt nie wieder. Gerade vor 2 Wochen ein Mitschüler von mir, ich möchte in diesem Sinne hier auch seine Eltern grüßen und ihnen mein Beileid aussprechen, Oliver Klaus, der ist auch verstorben. Und das ist ein ehemaliger Klassenkamerade von mir. Und das war auch ein herzenslieber Junge. Der hat niemandem etwas getan. Er ist nicht negativ aufgefallen. Das Einzige, womit er sich auffällig gemacht hat, war, er war nie da. Ja. Also er kam sehr unregelmäßig, aber er war ein sehr verschlossener und doch trotzdem sehr freundlicher Typ. Also es gab kein Nein, wenn man ihn gefragt hat, kannst du mir helfen, kann ich irgendwie mir was von dir kopieren oder wie auch immer. Ja. Pascal, ich danke dir sehr für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ich wünsche dir toi 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 für deinen weiteren Verlauf und mach ein gutes Abitur. Ich bedanke mich bei dir. Bleib du so, wie du bist. Dankeschön, Pascal. Tschüss. Ciao. Anja ist 28 Jahre alt und jetzt mein Gast hier in der Sendung. Hallo Anja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist auch der Amoklauf. Mhm. Ich bin Lehramtsstudentin und arbeite seit 4-5 Jahren im sozialen Brennpunkt in einer Tagesgruppe, wo Kinder aus sehr zerrütteten Familien, wenn man es auch noch Familien nennen möchte, hinkommen nach der Schule, werden dort betreut, werden also in kleinen Gruppen. Wie sieht die Betreuung aus? Was macht ihr da? Also sie bekommen zuerst mal was zu essen, wenn sie von der Schule kommen, weil sie oft, natürlich nicht alle, aber oft bis dahin noch gar nichts gegessen haben, total aggressiv dorthin kommen. Wie alt sind die Kinder? Die sind im Grundschulalter. Mhm. Also es gibt auch Ausnahmefälle, dass sie ein bisschen älter sind, aber die sind erstmal im Grundschulalter. Wie gesagt, die bekommen dann erstmal was zu essen, dann machen die ihre Hausaufgaben, was sehr schwer ist, weil sie aus allen Schulformen kommen, also natürlich als Grundschulen, aber sowohl normalen Grundschulen als auch alle anderen Sonderschularten. Mhm. Und und danach wird denen möglichst ein sehr großes Angebot an Spielen. Das heißt, diese Kinder sind dann in eurer Betreuung den ganzen Nachmittag? Genau. Genau. Ja, bis
6 Uhr. Also das klingt natürlich toll und das klingt vorbildlich. Ja, das klingt vorbildlich, aber... Ist eure Arbeit ein Tropfen auf den heißen Stein? Gibt es viel zu wenige Leute, ja, viel zu wenige Angebote? Ja, also es ist auch das Problem, dass wir mit unserer Arbeit, wie gesagt, ich bin Studentin, ich bin da nicht fest angestellt, aber nicht wirklich weit kommen. Also die Kinder werden dort betreut und es geht denen da auch relativ gut und die werden ein bisschen aufgefangen. Aber sobald, also auffällig sind die alle durch die Bank, aber sobald es halt wirklich richtig ernst wird und man in Richtung Jugendamt geht und sich an ihm wendet und sagt, hier fällt ein Kind besonders auf oder bitte guck mal da, muss man sich ständig rechtfertigen. Man wird zum Teil beleidigt, beschimpft, warum man sich einmischt. Von den Eltern? Nee, nicht von den Eltern. Von den Kindern? Vom Jugendamt. Ach, vom Jugendamt? Ja. Vom Jugendamt? Ja. Ich meine, die sollten noch froh sein, wenn sie auf... Es ist erstmal unheimlich schwer, überhaupt jemanden zu finden, der sich dafür zuständig fühlt. Es wird einem ständig gesagt, nein, ich bin nicht zuständig, nein, es ist ein anderer Stadtteil, der zuständig ist. Hast du den Eindruck, dass so wie du das Jugendamt empfindest, wir wollen nicht alle Jugendämter über einen Kamm scheren, so wie du das Jugendamt empfällst, dass die Leute da einfach zu lahm sind? Oder hast du den Eindruck, dass zu wenig Leute da sind, dass die es gar nicht schaffen? Ich glaube beides. Also erstmal viel zu lahm. Wie gesagt, ich bin Lehramtsstudentin und wenn ich dann auch privat mich dort melde und sage, ich sehe das so und so, vielleicht guck doch nochmal. Und es wird mir, oder ich werde gefragt, ja, was würden Sie machen? Was sollen wir jetzt machen? Ja. Da denke ich, ihr seid die Fachleute. Ja. Ich bin Studentin, ich habe überhaupt keine Ahnung, was gemacht werden kann. Oder natürlich habe ich Vorstellungen. Das aber ist ja auch frustrierend, wenn du das so erzählst. Das ist total frustrierend. Wer ist denn eigentlich der Träger eurer Gruppierung? Die Stadt. Die Stadt macht das? Ja. Eigentlich sollte die Stadt... Das Jugendamt gehört ja auch zur Stadt, ne? Ist das so? Sollten die da froh sein, wenn von allen Seiten zusammengearbeitet wird? Ja, sollte man so sagen. Aber es arbeiten alle gegeneinander. Alle. Also sobald sich einer meldet, wird ein Rad losgetreten, jeder fühlt sich angegriffen. Ja. Und also es ist grauenhaft. Und ich habe halt auch schon mehrere Praktika an Hauptschulen gemacht und dort Förderunterricht geleitet und sowas. Und da sehe ich halt hinterher diese Auswüchse von diesen Grundschulkindern. Ja. Willst du denn hinterher auch an die Hauptschule? Also ich mache für gymnasiale Oberstufe, ja, aber mittlerweile versuche ich hinterher vielleicht noch an Sonderschulen oder Hauptschulen. Ah ja, du bist aber eine sehr große Idealistin. Ja. Ne? Weil die meisten Leute gehen ja der Hauptschule mittlerweile aus dem Weg und wollen dann, wenn jemand Lehrer werden will, dann bloß nicht auf der Hauptschule, wie man so hört. Ja, aber also mir macht es sehr viel Spaß jetzt noch. Also ich möchte mir auch die Option offen halten, vielleicht hinterher ans Gymnasium wechseln zu können, weil ich nicht weiß, ob man das ganze Leben... Ja. mit der Kraft machen kann. Und ich denke, wenn man es nur halbherzig macht, dann soll man es lieber lassen. So, ich finde das interessant, was du erzählst. Weil du bist quasi jetzt an der Wurzel, kann man ja sagen. Genau. Das heißt, die Leute, die euch jetzt auffallen und denen man nicht unter die Arme greift und hilft, das könnten dann solche Menschen sein, wie der Amokläufer heute. Ja. Ne? Sowas könnte sein. Oder der in Erfurt. Ja, genau. Also es gibt sehr viele Kinder, die sich im Laufe der Zeit oder im Laufe dieser 4 Jahre wirklich positiv entwickeln. Ja. Aber danach haben die halt keine Unterstützung mehr. Danach, nach dieser Grundschulzeit oder sagen wir mal nach dem 12., 13. Lebensjahr, sind die erstmal wieder auf sich alleine gestellt. Die kommen dann auf die weiterführende Schule. Ja. Wenn sie Glück haben, schaffen sie den Hauptschulabschluss. Die meisten sind auch auf Sonderschulen. Und schaffen vielleicht noch eine Ausbildung, aber es sind die allerwenigsten. Du jetzt als Praktikerin, was wäre deine Forderung an die Politik? Erstmal viel mehr Lehrer, viel mehr Sozialarbeiter und Psychologen in solche Einrichtungen. Ja. Psychologen gibt es in diesen Einrichtungen, die ich kenne, überhaupt nicht. Ja. Und wenn man danach fragt, warum nicht, wird einem nur geantwortet, ja, warum denn? Und einfach viel mehr Angebote, auch für die Eltern. Was sagst du, wenn Politiker antworten, dafür haben wir kein Geld? Was würdest du dem erwidern? Dann würde ich erwidern, möchten Sie, dass Ihre Tochter von einem Amokläufer getötet wird? Ja. Und das Geld ist ja da, es muss nur anders verteilt werden. Genau. Es muss nur anders verteilt werden, das ist die Lösung. Außerdem, diese Kinder werden dem Staat hinterher auf der Tasche liegen. Die werden niemals arbeiten. Ja. Und dann wird es erst richtig teuer. Liebe Anja, die Sendung ist gleich rum. Ich danke für deinen Anruf. Ich fand das sehr interessant und freue mich, dass du durchgekommen bist. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss.
So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Stefan Waltershagen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen mit einer Themennacht. Morgen heißt unser Thema hässlich. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich selbst als hässlich empfinden, die vielleicht durch einen Unfall plötzlich entstellt wurden. Oder mit Menschen sprechen, die einen anderen lieben, sehr lieben, der vielleicht von vielen Menschen als hässlich empfunden wird. Ich wünsche euch eine sehr schöne und gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.